Es ist mal wieder Zeit für Freestyle Friday. Ich weiß, es ist lange her, dass wir einen rausgehauen haben, aber wir können auch nicht massenweise jeden Freitag einfach nur Videos raushauen. Wir machen das so, wie es uns gerade passt und ihr könnt euch freuen, wenn es nochmal soweit ist. Heute im Freestyle Friday, wo wir bis jetzt eher kleine Tricks und Moves mit dem Ball beinhaltet haben, gibt es einen kleinen Dribbling-Move, der eher für die Straße gedacht ist als für die Halle. Achtung Schiedsrichter, dieser Move beinhaltet Fußspiel und ist nicht legal, macht aber eine Menge Spaß und wenn ihr ihn gut übt, könnt ihr sogar euren Gegenspieler damit ein bisschen natzen. Folgendermaßen geht der Move. Ihr habt den Ball in eurer starken Hand, das ist ja meistens die rechte. Ich kann den Move lustigerweise auch besser mit rechts als mit links, deswegen kommt es euch zugute. Ihr dribbelt also ganz normal, hebt einen Fuß hoch und macht ein Dribbling von rechts nach links und dribbelt den Ball direkt wieder zurück, nochmal mit der rechten Hand. 1, 2. Das sind 2 Dribblings, 1, 2. Ja? Fuß heben, zack, zack. Das erstmal ein paar Mal ausprobieren. Erstmal ruhig den Ball hochkommen lassen. Ja, 1, 2. Das Dribbling zurück passiert, während der Ball noch oben ist. 1, 2. 1, 2. Dann geht ihr ein bisschen tiefer und macht das Dribbling ganz schnell und ziemlich weit unten. 1, 2. Okay? 1, 2. 1, 2. Davon müsst ihr erstmal ein paar hinkriegen, damit ihr das gut auf die Reihe bekommt von der Technik und von der Hand her. 1, 2. Dann, wenn der Ball hier drüben ist, kommt noch ein Dribbling für die Combo, die am Ende entstehen soll, mit der rechten Hand auf der rechten Seite. Also sind wir jetzt bei 1, 2, 3. Und ihr seht schon, wo mein linker Fuß automatisch hin will. Der rechte geht ein Stück nach vorne. 1, 2. Zack. Noch einmal. 1, 2. Zack. Mein linker Fuß geht schon ein bisschen nach oben, weil ihr sehen könnt, dass ich den Ball jetzt für den nächsten Teil des Moves von hier leicht mit dem Fuß, der kommt zuerst auf und ich gebe ihm leicht eine Richtung nach rechts von mir aus gesehen, nach oben. Zack. Hier ganz minimal. Spiel mir den Ball aber wieder hier in die Hand. Das heißt, die Kombo ist 1, 2, zack, leichter Touch mit dem Fuß. Nochmal. 1, 2, Touch mit dem Fuß. Ja. 1, 2, Touch mit dem Fuß. Wenn der Ball mit dem Fuß in diese Richtung kommt, kann ich ihn nehmen und einen Spin-Move draus machen. Das ist nachher der Move, der dabei entsteht. Das heißt, wenn ihr mein Gegenspieler wärt, im 1 gegen 1, ich zeige es euch gleich nochmal im Flow von dem Spiel, kommt ihr hier. 1, 2, 3, Spin-Move. Okay, nochmal. Das heißt, ihr seid hier, zack, 1, 2, 3, Spin. Danach Layup. Ja, hier, 1, 2, 3, Spin. Layup.